Die King Kong ET-Serie hat leider kein Dashboard wegen dem Picobell X-Flugcontroller. Somit geht das Turtle Mode nicht, was Dashboard-Befehl benötigt. Das ist schade, weil sich der ET-100 mit dem Propellerschutz für Turtle Mode sehr gut eignet. Liegt der Racer auf dem Kopf, könnte der einfach per zwei Schalter und Roll wieder auf die Beine um 180 Grad gedreht werden. Aber wir haben eine Lösung mit Betafly 3.2, Dashboard 600 Fix und ein paar Einstellungen. Schritt 1, Betafly 3.2.2 aufspielen. Unter Betafly gehen wir auf das Tab CLI und geben dort den Befehl Version ein. Jetzt sieht man, dass hier ein Pico BLC FC mit Betafly 3.1.6 drauf. Wir können alle gemachten Änderungen mit Diff ausgeben. Übrigens mit Dump würde man alle Einstellungen ausgeben. Wir brauchen aber nur die Änderungen, die nach dem Flashen auf dem FC gemacht wurden. Kopieren diese in die Zwischenablagerung und sichern in einem Texteditor ab. Wir trennen jetzt die Verbindung und öffnen den Firmware-Flasher. Unter Picobell X finden wir nur die alte Betafly 3.1.7. Die neue Firmware ist unter FF Picobell X abgelegt. Diese wählen wir aus und die 3.2.2 Firmware. Nach dem Flashen sollte dann alles funktionieren. Bei mir ging aber der Empfänger nicht und unter Konfiguration war das Brushless ESC-Protokoll aktiv. Komisch. Nachdem ich eine Batterie angeschlossen habe und den FC noch einmal geflasht habe, ging auf einmal alles. Also bei Problemen einfach nochmal flashen. Nun kalibrieren wir den Beschleunigungssensor. Bei Port ist schon UART 3 aktiv für den Empfänger. Unter Konfiguration stelle ich den ESC-Protokoll auf Dashboard 600 um. Aktiviere Anti-Gravity und Dynamic-Filter. Danach speichern und neu starten. Unter Power und Battery stelle ich die Warnmeldung für die Batteriezelle etwas niedriger, sodass der Beeper nicht zu früh losgeht. Bei Failsafe muss nichts gemacht werden. Bei den PD-Einstellungen stelle ich nur meine gewohnte Super Rate auf 0,75 ein. Unter Filter stelle ich auf PT1 Lowpass Filter und deaktiviere den Notch Filter. Bei dem Empfänger bleibt erst alles so wie es ist. Unter Mode stelle ich einen Schalter für die Motoren an und aus und Flugmodus für den stabilisierten Flug, Angel, Horizon für den stabilisierten Flug mit 3D Flip und wenn der zweite Schalter auf Stufe 3 ist, habe ich dann halt Acro-Modus, den ich hier nicht eintragen muss. Auf den dritten Schalter lege ich den Beeper und unter Flipover after Crash aktiviere ich den Turtle-Modus. Im zweiten Schritt muss der Motor 1 Steuerung auf PPM-Anschluss umgelötet werden, damit der Motor sich bei Dashboard 600 auch dreht. Wir nehmen die Haube komplett ab und auf dem Picobell X muss die Leitung vom Motor 1 auf PPM kurzgeschlossen werden, wie hier die gelbe Linie. Auf dem King Kong FC ist das der Pin mit der M1-Bezeichnung. Hier sieht man die Brücke mit dem Kabel von M1 auf PPM-Pin. Und Betafly wird dann die Ressource von PPM auf den Motor 1 umgelenkt. Gebe ich Ressource ein, so sehe ich den PPM mit dem 107-Ausgang. Den deaktiviere ich mit dem Befehl Ressource PPM Non. Mit dem Befehl Resource Motor 1 A07 ordne ich den neuen Ausgang auf A07. Jetzt noch Save eingeben und nach dem Neustart und der Konfiguration Dashboard 600 einstellen. Und nun laufen alle vier Motoren unter Dashboard 600 und müssen nie mehr kalibriert werden. Nun können wir den Turtle Mode testen. Der rechte Schalter ist mein AUX 5 mit dem Turtle Mode. Danach aktiviere ich die Motoren und kann jetzt mit dem rechten Knüppel den Quadcopter nach links oder rechts wenden.
Dabei drehen sich immer nur die zwei Motoren rechts oder links.